Und denn dann sind wir wieder da. Bei einer weiteren kleinen Folge von ETS2. Let's go. Ach, schon Level 26. Wir brauchen das noch 10 Level. So ein 100 Folgen oder so. Dann haben wir das Ziel erreicht. Auf geht's. Ah, da hat ein kleiner glatter Himmel auf. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nehmen die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nun die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, mal schauen, dann bist du eigentlich in der Folge geschafft mit 200 Kilometer. Also knapp 200 Kilometer. Sehr interessante Musik heute. Sehr, sehr interessante Musik. Ja,
Kann man keine Ring mal aufhören hier? Ist ja schlimm. Draußen so Sonne und hier. Vor allem der Dämmel ist ja hinten schon klar. Aber der Regen, er hört einfach nicht auf. Der überholt uns einfach. Ich glaub's ja. Arschloch. Schon wieder. Wobei, jetzt sind wir bei 10.000 Euro. Eieieiei. Alles schon etwas höheres Simchen. Schon wieder Tag vorbei? Verdammt. Sollte ich mir doch bald einen Kredit nehmen, ne? Na ja, gut, ich meine, wir sind ja zwei Stunden da. Dann kriegen wir ja fette Belohnung. Tja, diese zwei gelben Linien heißt ja überall verboten, ne? So wie auch in Japan. Aber was sind diese gelb gestrichelten Linien? Was heißt das? Ah, dafür, was jetzt kommt. Was heißt das? Was ist das? Arme Nackholm. Also kann es nicht sein, dass das eine Vorwarnung ist, dass bald ein Überholverbotsbereich kommt. Das kann es nicht sein, ne? So, Regen endlich vorbei. Oh, Alter, geil! Was? Wie? Wie war der Spruch immer? Wie kannst du das Ding verloren haben? So ein riesen Ding kann ich ja nicht mit einmal in der Luft auflösen. Offensichtlich doch. Alter, ist ja einfach verschwunden. Ja, geil. Wie gesagt, normalerweise passiert immer sowas bei Grenzen zu diesen... Ah, siehst du, kann man eigentlich mal gucken. Da weiß ich natürlich nicht mehr genau, wo das war. Achso. Ob hier auch andere Fahrzeuge verschwinden? Oh ja, das ist sogar wieder so ein. Müssen ja da vorne bei dem. Obwohl, wo das Auto gerade ist, da war es ja, ne? Wird also noch ein bisschen dauern. Hat meine Maus gerade. Super empfindlich gerade. Wie gesagt, normalerweise passiert sowas, du hast ja wie gesagt in diesen Straßen immer diese beiden Pfade, wo halt die ganzen NPCs langfahren. Und wenn die schlecht programmiert sind, dann kann genau sowas passieren. So, hier war das. Aber wenn es daran liegt, dann müsste sich der LKW da hinten auch auflösen gleich. Ne. Das heißt, was anderes ist. Und zwar, dieses Traktor fährt nur auf diesen Streckenabschnitt. Das ist also kein normales Fahrzeug, was hier fährt, sondern es ist ein Eventfahrzeug.
Dann müsste es aber eigentlich gleich wieder irgendwo erscheinen. Wenn es ein Eventfahrzeug ist. Guck mal, da kommt ein Traktor. Süß. Aber diese große Maschine kommt nicht. Jetzt würde mich mal interessieren, ob der sich auch auflöst gleich. Warte mal kurz, das ist ja hier, das dauert mir hier zu lange. So, mal dreifache Geschwindigkeit gemacht. Wenn der sich jetzt auch gleich auflöst, dann ja. Ja. Das heißt, die Eventfahrzeuge kommen alle hier, von hier. Aha. Okay. Ist also echt eine Schleife. Normalerweise müsste das Auto schon längst despawned sein. Da siehst du auch, die Spawn-Grenze, da wo der LKW gerade gespawnt ist, war vor dem. Das heißt, der despawnt auch deswegen nicht, wenn ich mich zu weit weg bewege von ihm. Bop, und dann bist du da hinten gleich der nächste Spawn. Ah, schon vorne. Okay. Sehr suspekt das Ganze. Von wo genau spawnen die Fahrzeuge denn? Weil die anderen, die kamen von da hinten. Das müssen wir mal. Warte mal kurz, da müssen wir mal hier. Da müssen wir mal. So, machen wir mal 10-fache Geschwindigkeit. Jetzt kommt gar keiner mehr. Ah doch. Siehst du, der kam jetzt wieder von da hinten. Aber sind jetzt also nur noch diese kleinen, diese großen kommen gar nicht mehr. Ah doch! Voll witzig. Oh, du kannst sogar in die andere Richtung fahren. Cool. Hey, wobei, das kann jetzt ein gewöhnliches Fahrzeug. Wobei, nee, weil auch dieser kleine war. Der Busfahrer gerade so. Hä? So wie wir vorhin. Hä, hey, sind schon sehr coole Spielmechaniken teilweise mit dabei. Der hat sich gerade verwandelt in den Bus. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ja, schon cool. Macht voll Laune, die Dinger einfach zuzugucken. Yeah, ist wieder ein großer! Wow. Ja. Egal, okay. Ja. Wow. Vielleicht sollte ich vorher den Warp ausschalten. Macht bestimmt Sinn. Habe ich das gerade davor gespeichert? Nee, ne? Mal gucken, wo wir hier rauskommen. 33, 10 Minuten her. War schon das Ende der letzten Folge? Ah, ne, guck mal. War schon hier. Hold on, let's go. Nehmen wir das Ding einfach mal an. Let's go. Ja, interessant, ne? Teilweise so
diese ganzen außer, naja, wie sagt man, also ja, guck mal, siehst du, hier geht jetzt der gelbe Streifen nämlich auf unserer Seite. Das heißt, der ist immer auf der Seite für die, wo dieser Doppelstreifen bald kommt. Also es ist wirklich eine Vorwarnung, dass bald eine Überholverbotszone kommt. Damit man also da nicht anfängt zu überholen und dann nicht mehr auf die andere Spur kommt. Interessant. Was soll ich gerade sagen? Ja, genau. Nee, ist schon cool, diese ganzen Fest. Naja, ich weiß nicht, ob man sowas Event nennen kann oder so. Aber diese Sachen, die halt nicht rein zufällig passieren, so wie halt der restliche Verkehr, sondern die halt so gewollt sind, speziell an bestimmten Orten, um es halt unterhaltsamer zu machen, um es halt realistischer zu machen, dass halt bei einem Gebiet vom Bauernhof da halt Bauernhoffahrzeuge fahren. Ich meine, gut, ist natürlich ein bisschen blöd, dass sich die Fahrzeuge dann einfach in Luft auflösen. Ich meine, so wie bei unserem Fall, wo wir quasi gegen die Fahrtrichtung fahren, es ist zwar relativ gering die Wahrscheinlichkeit, dass sich so ein Fahrzeug einfach mal auflöst, weil dann muss man wirklich das Timing so abgepasst haben, wie es bei uns halt war. Aber wenn man jetzt gegen die Fahrtrichtung fährt, also so wie jetzt hier gerade ein ganzer LKW, ist hier gerade ein Konvoi oder was, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt schon wesentlich höher, vor allem weil die auch langsam fahren, dass man also bei denen hinten rauf fährt, man also die Geschwindigkeit an den anpasst und sie dann auf einmal vor einem verschwinden. Deswegen würde ich das persönlich eher so implementieren, dass die Fahrzeuge zwar künstlich spawnen, halt einfach aufgrund, dass sie dort halt sein sollen, ab dann aber als ganz normale NPCs gelten. Ich würde also ganz normal am Verkehr teilnehmen. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gemacht, als so, dass sie nur auf diesen kleinen Streckenabschnitt fahren. Und wie gesagt, dieses Despawn ist natürlich schon sehr hässlich. Ich meine, ich lieb's, keine Frage. Und das ist halt genau so diese Sachen, ne, wo ich meinte, dann, wenn Spiele anfangen, nicht so ganz sauber zu sein, dann sind das genau auch die Stellen, wo man sehr schnell merkt, wie Spiele intern ticken. Hm? Weil wenn das Fahrzeug da zum Beispiel nicht einfach despawned wäre, dann wäre halt einem nie aufgefallen, dass das Fahrzeug dort ein Eventfahrzeug war. So, lass mich rein. Keine Ahnung. Gut, wir hätten auch links bleiben können, weil davon wird es ewig zusammengeführt. Naja. Naja, schon ganz cool. Hier ist ja alles gelb. Selbst diese Fahrverbotsinseln sind gelb. Ich meine, ist natürlich schon clever, ne, dass man es farblich auch hervorhebt. Ich finde bunte Straßen sowieso viel schöner. So wie hier in Deutschland hier ist ja alles nur weiß. Da hast du halt eigentlich nur zwei Farben. Alles ist weiß. Und wenn du irgendwelche baustellenbezogenen Sachen hast, also wenn durch eine Baustelle eine Spurfahrveränderung kommt, das ist dann generell gelb. Aber ich finde halt so Länder schön, wo die Straßen wirklich bunt sind. Oder halt so Verkehrsorientierungslinien, also sowas wie Strichlinien hier in der Mitte, sind halt weiß. Sachen, die deine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern, sind halt gelb. Sachen, wo richtig Verbotssachen sind, sind dann, weiß nicht, rot. Und irgendwelche Gebotssachen sind dann, weiß nicht, halt bläulich oder sowas. Kann man gucken, was man da macht am dümmsten. Aber ist schon geil. So ein bisschen. Ich meine, in einer Welt, die ich erschaffen würde, ha? Wäre jede Straße nichts anderes als ein super großes befahrbares OLED-Display. Ja? Nicht jetzt, dass man da machen kann, so wie in den ganzen Sci-Fi-Filmen, wo dann diese Pfeile blinken oder sowas, so wie bei, weiß nicht, Cyberpunk, sondern, nein, natürlich wird den ganzen Tag 24/7 Hentais gespielt. Auf dem gesamten Straßennetz.
Digga, das wäre eigentlich schon krass, wenn du so. Digga, das wäre so. Oh, Alter, okay, ich spinne diese Idee gerade schon wieder in meinem Kopf viel zu sehr aus. So, mal gucken. Erstmal gucken, wenn jemand. Nein, der gesagt. Oh, zwei schöne Sachen. Ich schrecke, sind wir aber gerade erst gefahren. Ah ne, wir sind hier lang gefahren, oder? Wo sind wir gerade lang? Ich habe keine Ahnung. Es ist aber wieder Deutschland, Alter. Deutschland ist so hässlich. Aber diese Fracht ist so schön. Was gibt's denn noch so? Das ist auch schön. Geht doch da hinten, da waren wir noch nicht so häufig, oder? Ja doch, die Strecke hier kennen wir auch alle schon. Ach, ich würde gerne... Ah, wisst ihr was? Komm, wir machen einfach mal Schnellreise hier unten hin. Ich habe keinen Bock mehr. Schnellreise. Let's go. Ich würde gerne da hinten hin. €3.000? Das tut ja weh im Portemonnaie. Es wäre halt auch schön, wenn, ich meine, gut, es wäre vielleicht ein bisschen nervig auf Dauer, wenn so die Lieder wechseln, dass man denn die Dateinamen oder so kurz irgendwie so eingeblendet bekommt. Entweder hier unten so als Startungsmeldung durchflitzend oder irgendwie so kurz, ne, irgendwie, dass man, na wohl, macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Naja, so, gucken wir mal ganz kurz. Aufträge. Ich hätte gerne einen Auftrag, der mich hier nach hinten führt. Oh, guck mal, hier gibt es wieder Autos. Falsche Richtung. Ich glaube, da müssen wir erstmal ganz zum Ende gehen. Mit den ganzen Low-Bob-Aufträgen. Denn nur die kleineren Aufträge werden in die Richtung gehen. Aber die gehen alle in die falsche Richtung. Ach, leg mich doch. Aber wisst ihr was? Machen wir einfach freie Fahrt. Let's go. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Voll cooles Lied. So schön gefühlsvoll. Mag so Musik. So, wo ist denn eine Firma? Das ist eine Firma. Wir sollten am besten irgendwo hinfahren, wo wir tanken und schlafen können. Und machen wir da kurz Pause. Ich zum Beispiel, ist doch gut. So, genau. Das ist eine gute Strecke. Und dann können wir von da aus gucken, welchen Auftrag wir annehmen. Und können hier aber auch nochmal pennen oder tanken. Und oder. Oder und. Whatever. Ja, nee, meine Idee war gerade. Dass man ja eigentlich, also angenommen, das gesamte Straßennetz wäre OLED-Display. Was jetzt nicht so wahrscheinlich ist, aber hey, spinnen wir die Idee mal weiter. Oder ich habe ja schon weiter gesponnen. Ich Spinner. Komm, wir machen einfach mal Raser hier. Warte, hier. Ja, voll. Wow, die haben sogar abgenutzte Farben. Dingsdat-Muchs. Bremst doch! Warum bremst du nicht? Was ist das für Rohrsorgen? Was hält denn ganzen Strich hier drauf? Sind da Startlinien? Sind wir gerade auf einer Rennstrecke? What the fuck? Nee, aber ich meine, angenommen, wirklich, dass die gesamte Straßennetz ist ein OLED-Display und die Position der LKWs wird ja sowieso dann per GPS so bestimmt und die verteilen aber diese Informationen auch online. Ne, ist natürlich Cyberpunk, alle Fahrzeuge sind vernetzt mit der Straße. Das heißt, die Straße weiß genau, wo welches Fahrzeug ist. Und dann, so wie du fährst, schwebt quasi vor dir, also im Display natürlich angezeigterweise, einfach so eine Infotafel, die die ganze Zeit vor dem LKW bleibt. So dass sie genau in der Geschwindigkeit vor dir bleibt, wie du fährst. So dass du auf der Straße angezeigt bekommst, wo kannst du jetzt genau lang fahren und bitte links halten. Vielleicht noch ein Hentai, I don't know.
Sowas halt, ne? Ich meine, gut, wäre natürlich auch blöd, weil wenn man schon mit Augmented Reality spielt, kann man das gleich ins Fahrzeug implementieren, zum Beispiel in die Frontscheibe. Dass halt die Frontscheibe ein OLED-Display ist. Da gibt es ja auch Techniken, die gibt es bereits sogar. Zum einen gibt es halt Projektoren, die sind in deiner Front, also... Wie heißt das Ding? Was ist los mit dir? Danke, dass du Platz machst. Ja, also die unten, da hast du dann direkt bei der Windschutzscheibe Projektoren, die das dann an die Windschutzscheibe projizieren. Oder halt, du hast wirklich in die Frontscheibe eingebettet, wobei ich nicht weiß, ob das schon gibt's. Aber daran wird zumindest geforscht, dass du in die Frontscheibe eingebettet ein OLED-Display hast. Wobei natürlich meine Idee wäre, wenn man dann OLED-Display einfügt, dass man auch gleich eine LCD-Schicht einfügt. Weil das Problem bei einer reinen OLED-Schicht, wenn es draußen hell ist, dann siehst du halt die OLED-Schicht selber kaum. Oder sie müsste sehr leuchtstark sein. Und deswegen könnte man natürlich dann auch noch eine LCD-Schicht einbearbeiten, die quasi, wenn sie halt nicht engaged ist, halt ganz normal das Licht durchlässt. Also ganz normale Windschutzscheibe wäre nach wie vor. Wenn das LCD aber engaged ist, dann halt die Stelle in der Frontscheibe verdunkelt. Was ist geschehen? Was ist passiert? Was ist los mit dir? Amanda Kolben. Halt die Stelle verdunkelt. Alter. Ich sollte aufhören zu reden und zu fahren gleichzeitig. 10% Schaden. Was ist denn hier los, Amanda Kolben? Genau, die Stelle verdunkelt. Und dann, also von dir aus gesehen, als Fahrer, hast du halt deine Windschutzscheibe, eine Glasschicht, dann die OLED-Schicht, dann die LCD-Schicht und dann nochmal eine Glasscheibe. Sodass quasi die LCD-Schicht von außen das Licht blockt, wenn sie halt engaged ist. Und dann innerhalb der von der LCD-Schicht verdunkelten Stelle im in der OLED-Schicht Informationen angezeigt werden. So könntest du halt quasi überall auf der Windschutzscheibe eine kleine schwebende schwarze Fläche haben, wo dann über OLED irgendwelche anderen Sachen angezeigt werden, wie Geschwindigkeit oder Routenplaner, also Navi halt, und solche Sachen halt. Ne? So könntest du quasi im LKW sehr geil Augmented Reality implementieren. Oder halt ganz klassisch, dass du halt nicht die Sache mit LCD verdunkelst, sondern das wirklich einfach nur adaptiv dazu machst. Dass du halt zum Beispiel nur so Linien anzeigst für Spurführung, damit du genau weißt, okay, wo kann ich jetzt genau lang? Gerade bei Baustellen zum Beispiel. Da kann man schon echte Menge Sachen mitmachen. Ich meine, seien wir ehrlich, in der Realität wird das nie klappen. Aber es ist zumindest ein schönes Gedankenexperiment, ne, wo man sich so ein bisschen ausspannen kann, was wäre so möglich in einem Paralleluniversum, so Cyberpunk-mäßig. Ne? Ist schon ganz cool. Ich habe keinen Bock mehr. Meine Mutter ausschöpfen hier. Wobei, wir fahren ohne Auflieger. Ist also sehr gefährlich, was ich gerade mache. Oh, und ich sehe gerade, ich brauche ein anderes Getriebe. Wir erreichen 150. Jetzt gibt es nämlich ein Getriebe, mit dem erreicht man, glaube ich, 160. Also 163 oder sowas. Ne, das heißt, wenn man schon so mit Augmented Reality spielt, also wie gesagt, die Straße als Pro-OLED ist natürlich sowieso, macht halt gar keinen Sinn so. Also entweder, wie gesagt, meine Idee wäre halt, die Windschutzscheibe dafür zu nutzen. Oder halt klassisch, dass du halt als LKW-Fahrer oder allgemein als Kraftfahrzeugfahrer eine Brille aufhast, die das dann implementiert. Oder... Naja, als Kontaktlinsen wird es wahrscheinlich schwer. Als Brille dann wahrscheinlich doch schon einfacher, ne? So wie Google Glass. Ist ja genau das. Problem ist halt da natürlich immer mit der technischen Realisierung. Da muss halt immer relativ leistungsstarker Prozessor reinpassen.
um das Display halt anzusteuern. Dann muss das Display auch sehr hochauflösend sein, weil das halt Brillenglas ist halt sehr klein. Du willst aber trotzdem viele Informationen drauf bekommen und nicht, dass die Schrift so groß ist, dass das gesamte Blickfeld einnimmt. Das heißt, damit die Schrift klein ist, aber dennoch gut lesbar ist, muss also die Auflösung sehr hoch sein. Wir reden da also von 8K und mehr. Gut, vielleicht würde auch 4K schon reichen, aber selbst 4K in so ein kleines Display zu implementieren, nicht gerade leicht. Alles darunter ist halt Bullshit. So. Das, was aktuell bei Google Glass der Standard ist, wenn wir mal ehrlich, ist ein Witz. Wie gesagt, damit brauchst du also mindestens 4K. Und sowas lässt sich halt bei einem LKW-Frontscheibe viel leichter realisieren. Aber da hast du halt viel mehr Platz. So. Und wie gesagt, du kannst dort auch sehr schön damit arbeiten, dass du halt nicht nur eine OLED-Schicht hast, sondern hinter der OLED-Schicht auch eine LCD-Schicht hast, um halt einen abgedimmten Hintergrund zu haben. Hat also nur Vorteile. Und die ganze Technik kann halt im LKW sein. Du musst also keine schwere Brille mit dir rumschleppen die ganze Zeit, die dir nur auf die Ohren drücken oder so. Ist ja egal. Boah, Alter, wie der LKW hier wabert, ey. Hulli, 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 hulli. Der tanzt ja schon fast. Wow, 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 wow. Ich kann nicht mehr wegfahren. Why are you running? Nein, ich wollte. Obwohl, eigentlich können wir auch gleich laden. Aber eigentlich wollte ich abschleppen lassen. Oh Mann, ey. Das ist nicht gut. Ist direkt unser gesamter Gewinn weg. So, wollen wir jetzt was gucken hier? Nein. Getriebe. Und zwar müsste das Getriebe hier sein. Das Getriebe... Oder ist es das hier? Doch, kann das ja sein. Ich probiere mal ganz kurz. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Achso, hätte ich vorher speichern sollen, ne? Weil ich probieren möchte. Ach, scheiße. Egal, das wird schon sein. Oh, Leute. Ich bin mal gespannt, ob wir hier mit 160 erreichen. Warum endet da vorne die Autobahn? Kann ich überhaupt weiter? Nee, ich kann hier gar nicht weiter. Ich muss wieder zurück. Ja, das ist das Getriebe. Tada, 163. Hui, Wallabang. Ja. Wir sollten einfach das Ganze vergessen. Mal gucken, wo ich rauskomme. Das war nicht gut. Das war alles nicht gut. Aber war schon. Nehmen wir mal lieber das. Du warst 4 Minuten. Das ist 4 Minuten her.
Ich bin ja ganz weit weg hier. Egal, nächste Folge geht's weiter. Halt, ich wollte beenden. Die Folge ist jetzt definitiv schon zu viel zu lang für alles. Von daher, ja, bis dann.